Ich atme auf in deiner Gegenwart. Du kommst in meine Nacht, schenkst einen neuen Tag. Du erfüllst mein Herz und machst mich wieder stark. Ich atme auf deiner Gegenwart. Ja, herzlich willkommen zum 7. Vortrag der Serie Aufatmen in Gottes Gegenwart. Heute geht es um Gebote, um Gesetze und um Buße. Super, oder? Total attraktives Thema. Für dich nicht? Okay. Ja, tatsächlich entspricht es auch meiner Erfahrung, dass diese Begriffe nicht gleich die große Begeisterung auslösen. Und es liegt ja schon mal in diesem komischen Wort Buße. Was ist das? Buße hört sich ja seltsam an, klingt verstaubt irgendwie, bedrückend, spaßfeindlich. Eine Bußpredigt, da verbindet man erhobene Zeigefinger damit, schlechte Moralien, saure Stimmung, Sack und Asche, Schluss mit lustig. Klingt nicht irgendwie so richtig attraktiv. Und mit den Begriffen Gesetz und Gebot sieht es auch nicht viel besser aus. Ja, Gesetze. Ja, brauchen sich Christen damit überhaupt noch irgendwie beschäftigen? Gesetze gehören doch zum Alten Testament, zum Alten Bund, oder? Also warum sollten wir uns jetzt einen ganzen Vortrag lang mit Geboten, Gesetzen und dann auch noch mit Buße beschäftigen? Das kann man wirklich fragen. Und ja, ich hoffe, dass es mir heute zumindest ein wenig gelingt, dein Bild zu diesen Begriffen zu verändern. Denn ich bin tatsächlich überzeugt, dass in diesen Begriffen ein ganz großer Segen liegt, der ganz viel mit Heilung und mit Befreiung zu tun hat. Aber lass mich dir zur Einführung zuerst mal 7 ganz bekannte Gebote aus der Bibel vorlesen. Da lesen wir zum Beispiel in der Bibel, ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt stell dir mal vor, alle Menschen würden sich einfach nur an diese simplen 7 Gebote halten. Was wäre dann los in unserer Welt? Niemand tötet. Niemand stiehlt, niemand lügt, niemand ist neidisch. Kinder können sich sicher sein, dass ihre Eltern zusammenbleiben. Sie ehren ihre Eltern. Jeder liebt seinen Nächsten und sich selber. Was wäre das für eine Welt? Wir bräuchten keine Türschlösser mehr. Stiehlt ja niemand was. Wir bräuchten keine Security. Ist ja keiner gewalttätig. Wir bräuchten keine Gefängnisse, es betrügt ja niemand. Die Menschen hätten Vertrauen zueinander, weil niemand lügt. Die Wirtschaft würde florieren, weil man sich einander vertrauen kann. Kinder würden geborgen aufwachsen. Jeder würde jeden respekt- und liebevoll behandeln. Also ganz ehrlich, hey, das wäre das Paradies auf Erden. Und ich hoffe, das macht schon ein klein wenig deutlich, dass Gottes Gebote eben gerade nichts Spaßfeindliches sind. Die sind nicht dazu da, um uns zu knechten und einzuengen. Nein, Gottes Gebote sind in Wahrheit eine Anleitung dafür, wie wir gut und glücklich zusammenleben können. Und deshalb ist es eigentlich komisch, wenn manchmal Leute fragen, müssen sich Christen an Gebote halten? Meine Antwort darauf wäre, nein, müssen sie nicht, aber sie dürfen es. Und Christen tun das gerne, weil sie verstanden haben, dass Gebote Gottes nichts Schlechtes, nichts Böses, nichts Bedrückendes sind. Gebote rauben uns nicht die Freiheit, sondern ganz im Gegenteil, Gottes Gebote schaffen einen Schutzraum, damit wir fröhlich und frei zusammenleben können. Und wenn du dir diese Frage stellst, muss ich mich als Christ an die Gebote halten, dann hast du vielleicht schon etwas Grundsätzliches falsch verstanden. Dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du Gott noch nicht so richtig vertrauen kannst, dass du tief in deinem Herzen vielleicht immer noch denkst, Gott ist so ein Sklaventreiber, so ein Miesepeter, so ein Spaßverderber.
Aber wenn du Jesus kennenlernst und wenn du ihn liebst, dann fängst du an zu verstehen, seine Gebote sind Ausdruck seiner Liebe zu uns. Er gibt sie uns, damit es uns gut geht, mit uns selbst und miteinander. Und deshalb sagte Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Denn wenn du Jesus liebst, dann wirst du ihm auch immer mehr vertrauen können, dass seine Gebote gute, heilsame und hilfreiche Ratschläge sind. Und du wirst vertrauen, dass es pure Liebe ist, wenn Jesus gepredigt hat, kehrt um und tut Buße. Und da sind wir wieder bei diesem Wort, Buße, das für uns heute so komisch klingt. Und deshalb will ich jetzt zuerst mal erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Buße, was ist das? Das griechische Wort, das in der Bibel als Buße oder Umkehr übersetzt wird, heißt Metanoia. Und dieses Wort umfasst grundsätzlich zwei Dimensionen. Umdenken und Umkehren. Und was heißt es jetzt konkret? Umdenken heißt, wir öffnen uns dafür, dass Gott unser Leben und unsere Umstände anders sieht als wir selbst. Gott hat eine andere Perspektive auf unser Leben als wir. Er sieht die Dinge anders. Und wenn wir uns für diese andere Perspektive öffnen, dann kann es sein, dass wir auch bestimmte Angelegenheiten plötzlich in einem ganz anderen Licht sehen. Es kann sein, dass wir mit einem Mal Zusammenhänge entdecken, für die wir vorher blind gewesen sind. Und dass wir plötzlich eine Situation ganz anders einschätzen als vorher. Und es bewirkt ein Umdenken bei uns. Aber Umdenken allein reicht nicht. Die zweite Dimension von Buße heißt Umkehr. Und mit Umkehr ist ganz einfach die praktische Konsequenz unseres Umdenkens gemeint. Das Umdenken motiviert uns, praktische Konsequenzen zu ziehen, unser Leben und Handeln ganz praktisch zu verändern, anders mit einer bestimmten Situation umzugehen, neue Wege einzuschlagen. Umdenken und Umkehr, beides gehört zur Buße dazu. In Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Hören und handeln ist Jesus also wichtig. Aus dem Hören kommt das Umdenken. Und aus dem Umdenken folgt das umgekehrte Verhalten. Wenn wir also vorher was gestohlen haben, dann bringen wir jetzt das Gestohlene wieder zurück. Wenn wir Menschen verletzt haben, dann bitten wir sie jetzt um Vergebung. Wenn wir Menschen kontrolliert und manipuliert haben, dann fangen wir stattdessen an, ihnen zu dienen und sie loszulassen. Umdenken und Umkehr, beides zusammen ist Buße. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus, dass durch diesen Prozess des Umdenkens und Umkehrens letztlich unser ganzes Denken und unser ganzes Menschsein erneuert werden soll. Wörtlich steht da, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und in Epheser 4, Vers 23 schreibt Paulus, lasst euch einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Das heißt also, Gott will unsere eingefahrenen Denk- und Reaktions- und Verhaltensmuster aufbrechen und erneuern. Unser ganzes Denken soll im Grunde general überholt werden. Und die Frage ist jetzt, was heißt es praktisch? Was meint Paulus da? Und ich will versuchen, das in einem Beispiel zu erklären. Stell dir vor, du bist ein verheirateter Ehemann. Und du bist eigentlich glücklich in deiner Ehe, aber dann triffst du am Arbeitsplatz diese Frau, die dir spontan unglaublich gut gefällt. Und du merkst, die findet mich auch sehr sympathisch. Und ihr kommt einander näher und plötzlich ergibt sich eine Situation, wo ihr zu zweit beruflich unterwegs seid und es knistert zwischen euch. Und was tust du? In so einer Situation ist es eine Sache, im Kopf zu wissen, dass Gott es nicht will, dass wir die Ehe brechen und mit einer anderen Frau ins Bett gehen. Aber wir Menschen sind schwach. Wir sind so leicht verführbar. Und deshalb reicht es nicht, wenn wir in der Bibel lesen, dass Ehebruch falsch ist. Wir brauchen eine Erneuerung unseres ganzen Denkens. Und was heißt es in diesem Fall? In diesem Fall bedeutet es, dass wir Gottes Perspektive über diese Situation brauchen. Und wie sieht Gott diese Situation? Wir sehen vielleicht nur diese schöne Frau.
Wir sehen, dass es wahrscheinlich niemand mitbekommen würde, wenn wir uns mit dieser Frau jetzt einlassen. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Er sieht das ganze Bild. Gott sieht, dass das Glücksversprechen hinter so einer Affäre letztlich nichts anderes ist als eine gemeine Lüge. Ja, vielleicht stimmt es, dass uns so eine Affäre einen kurzen Kick geben kann. Vielleicht wird es spannend und aufregend, mit dieser schönen Frau jetzt eine Affäre zu haben. Vielleicht füllt es sogar kurzfristig unseren Liebesmangel ein wenig. Aber wohin führt es am Ende? Am langen Ende wird es endlos viel Leid über uns bringen. Zerstörtes Vertrauen, zerstörte Beziehungen, zerstörte Familie, gebrochene Versprechen, gebrochene und traumatisierte Kinder. Und wie geht's dann weiter mit dieser Frau, mit der wir uns da eingelassen haben? Unsere Macken und unsere Probleme, die unsere alte Beziehung belastet haben, die werden wir auch in unsere neue Beziehung mit hineinnehmen. Und am Ende wird womöglich auch diese Beziehung wieder scheitern. Und dann stehen wir gleich vor zwei Trümmerhaufen. Das ist das ganze Bild. Das ist Gottes Perspektive über der Idee, sich in eine Affäre zu stürzen. Verstehst du, Gott hat Ehebruch nicht verboten, weil er halt so engstirnig ist und weil er uns halt den Spaß klauen will. Er hat es verboten, weil er das ganze Bild sieht und weil er uns und unsere Mitmenschen vor Leid und vor Verletzungen schützen will. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer mehr verstehen davon, wie Gott die Dinge sieht. Wenn wir das zulassen, dass Gott unser Denken erneuert, dann werden wir erkennen, dass unser wahres Glück nicht in einer Affäre liegt, sondern in der Heilung und Erneuerung unserer Ehebeziehung. Und diese Perspektive Gottes wird uns erstens helfen, der Versuchung zu widerstehen. Und es wird uns zweitens helfen, ganz neu in unsere Ehebeziehung zu investieren, daran zu arbeiten, dass sie wieder frisch und lebendig wird. Und dann merken wir schon, so eine tiefe Erneuerung unseres Denkens ist gar nicht so leicht. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen kurz mal passiert. Das muss wachsen in uns, das braucht Zeit und das kann anstrengend sein, das kann manchmal auch schmerzhaft sein, zu erkennen, wir haben das falsch gesehen, wir müssen da anders drüber denken. Aber es lohnt sich. Und es ist so wichtig, dass wir unsere falschen Verhaltensweisen an den Wurzeln packen. Das heißt, nicht nur oberflächlich rangehen, ein paar Gebote auswendig lernen, sondern ganz tief verstehen, was da dahinter steckt, warum Gott das so denkt und warum Gott das so sieht. Das meint Verhaltensweisen an den Wurzeln packen. Wenn wir das nicht machen, dann werden sie immer wieder neue schlechte Blüten treiben in unserem Leben. Wir müssen die falschen Denkweisen und Prägungen entlarven, die uns immer wieder auf falsche Bahnen lenken. Und wir müssen es Gott erlauben, stattdessen neue, göttliche Wahrheiten in uns zu pflanzen, die in uns wachsen und die nach und nach unser Denken und unser ganzes Sein erfüllen und prägen können. Und wenn das passiert, dann kommt unser Leben schrittweise auf ein neues, auf ein viel stärkeres, auf ein viel stabileres Fundament. Und dieses stabile Fundament ist es, was wir so dringend brauchen. Jetzt haben wir schon den ersten Grund kennengelernt, warum Buße und Umkehr und Umdenken so wichtig und wertvoll ist. Aber es gibt noch mehr Gründe dafür, warum das echt ein Segen ist, zu verstehen, was Buße bedeutet und es zu praktizieren in unserem Leben. Ein weiterer Grund ist, dass es einfach unser ganzes Leben viel, viel leichter macht, wenn wir Fehler zugeben können. Ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst, denen das leicht fällt, mal einen Fehler offen zugeben zu können, sich mal von Fehler entschuldigen zu können. In meinem Arbeitsalltag habe ich den Eindruck gewonnen, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die das können, die das einfach so machen können. Viele Menschen neigen dazu, lieber die Schuld auf die Umstände zu schieben, wenn was schiefgegangen ist, oder vielleicht sogar auf andere Menschen zu schieben. Hauptsache, man muss nicht selber eine Schwäche oder einen Fehler eingestehen. Bloß das nicht. Aber warum ist das eigentlich so? Eigentlich macht es doch das Leben viel leichter, wenn man Fehler und Schwächen eingestehen kann. Ich erlebe das immer wieder, ja, wenn es irgendwo ein Fehler passiert ist und jetzt gibt's Frust und Streit deswegen, dann kann man so leicht das Gift aus einer brenzlichen Situation ziehen, wenn man sich einfach für seinen Anteil an einem Konflikt oder an einem Problem entschuldigt
und wenn man seinen eigenen Fehler offen einräumt. Hey, das ist definitiv wesentlich einfacher und stressfreier, als tausend Ausreden zu suchen, die Schuld auf andere zu schieben. Und meine Erfahrung ist, man verliert gar nicht sein Ansehen dabei, wenn man das tut. Im Gegenteil, nach meiner Beobachtung sind Menschen, die Fehler zugeben können, beliebter, glaubwürdiger, entspannter und dadurch auch sympathischer, erfolgreicher. Denn Menschen sind gerne bei anderen Menschen, die nicht perfekt sind, weil niemand perfekt ist. Im Managerdeutsch würde man sagen, die Fähigkeit, Fehler und Schwächen eingestehen zu können, ist eine zentrale berufliche wie private Kernkompetenz und ein Erfolgsfaktor für dein ganzes Leben. Weil sie uns vom Druck der Perfektion befreit, von dem Druck, immer fehlerlos sein zu müssen. Und es macht uns einfach entspannter, gelassener, glaubwürdiger, sympathischer, nahbarer. Und deshalb tut es uns und anderen so gut, wenn wir auch mal schwach sind und wenn wir auch mal über uns selber lachen können. Es gibt noch einen ganz simplen Grund, warum Buße so wichtig ist und so segensreich. Buße bringt heilsame Veränderung. Wenn Sünde der Weg in den Abgrund ist, dann führt Umkehr dazu, dass wir auf den Weg des Lebens abbiegen, der Heilung und der positive Veränderungen bringt. Buße kann den negativen Trend in unserem Leben ins Positive umkehren. Neudeutsch ausgedrückt ist Buße nichts anderes als ein Game Changer, also ein Ereignis mit dem Potenzial, eine ganze Lebenssituation, eine Krise, einen zerstörerischen Konflikt oder den Niedergang einer Familie, eines Unternehmens, einer Gemeinde oder einer ganzen Nation aufzuhalten, den negativen Trend ins Positive umzukehren. Hey, wie gut wär's für uns, wenn wir einfach immer wieder bereit wären, umzudenken und umzukehren. Wie viel Leid und Not könnten wir uns ersparen, wenn wir offen wären dafür, dass Gott uns ruft, umzukehren. Wie viele Probleme könnten wir vermeiden, wenn wir nicht so verbohrt und so vernagelt wären in unseren Sichtweisen, sondern wenn Gott uns dazu bewegen könnte, umzudenken und uns anders zu verhalten. So vieles könnte sich zum Guten wenden. Und ich glaube, eigentlich verstehen wir das. Eigentlich wissen wir, dass es gut wäre, wenn wir uns immer wieder hinterfragen lassen würden. Aber selbst wenn wir das wissen, fällt uns halt trotzdem schwer. Wenn wir ehrlich sind, dann klingt Buße tun in unseren Ohren in etwa so genauso attraktiv wie zum Zahnarzt gehen. Ja, klar wissen wir, dass es richtig ist, zum Zahnarzt zu gehen und dass es uns letztlich viel besser gehen würde, wenn wir uns regelmäßig dort sehen lassen, aber trotzdem schieben wir den Termin vor uns her, weil es uns unangenehm erscheint, weil das halt was ist, was halt sein muss, aber es wir eigentlich total unangenehm finden. Und je länger wir das tun, je länger wir das vor uns herschieben, umso schlimmer wird der Zahnarztbesuch dann auch tatsächlich. Das Gute ist, Gott weiß das. Gott weiß, dass es uns schwerfällt, Fehler zuzugeben und umzukehren. Aber die gute Nachricht ist auch, Gott hilft uns. Gott hilft uns beim Buße tun. Und wie er das macht, darüber möchte ich jetzt gern kurz mit uns sprechen. Die Bibel nennt uns zwei Hilfen, um unsere Scheu vor der Buße zu überwinden. Und die erste Hilfe ist eine intakte Identität und ein stabiler Selbstwert. Menschen tun sich sehr viel leichter, sich selbst und anderen Fehler einzugestehen, wenn sie eine intakte Identität, einen stabilen Selbstwert und einen gefüllten Herzenstank haben. Warum ist das so? Wenn wir in unserem Herzen spüren, dass wir trotz unserer Fehler okay sind, dann fällt es uns auch gar nicht mehr so schwer, Fehler zuzugeben und über uns selbst und über unsere Fehler zu lachen. Aber wenn unser Selbstwert schwach ist, dann haben wir so schnell das Gefühl, dass uns das jetzt bloßstellen wird, wenn wir einen Fehler zugeben. Dann haben wir das Gefühl, das raubt uns jetzt womöglich den letzten Rest unserer dünnen Selbstachtung, wenn wir zugeben, dass wir nicht perfekt sind. Und dann neigen wir dazu, unsere Leistungen und unsere Entscheidungen fast zwanghaft zu verteidigen, selbst dann, wenn uns das kaum noch jemand abkauft. Wie tragisch.
Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass Buße in dem Moment leicht wird, indem wir tief in unserem Herzen begreifen, dass wir trotz unserer Fehler geliebt, wertvoll und angenommen sind. Und damit wir das verstehen, ist es so wichtig, dass wir zuerst ganz tief eintauchen in die Liebe und in die Wertschätzung Gottes. Es ist genau diese Liebe, die uns die Kraft gibt, die emotionalen Hürden auf dem Weg zur Veränderung zu überwinden. Paulus sagt dazu: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Paulus sagt also, Gott kommt nicht mit einem Zeigefinger oder mit seiner Unzufriedenheit zu dir, um dich zur Buße zu drängen. Gott will dich nicht kritisieren, fertig machen, klein machen. Nein, Gott kommt mit Liebe, mit Güte, um uns zu sagen, hey, du bist so okay, wie du bist. Du bist angenommen, wie du bist. Du bist geliebt, wertgeschätzt. Du bist und du bleibst mein Kind. Und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn ich dir jetzt zeige, dass du nicht perfekt bist, dass du da mal echt auf dem falschen Dampfer warst, dass du da was gemacht hast, das einfach nicht gut war, das dir und des anderen Menschen nicht gut getan hat. Es ist nicht Gottes Kritikgeist, sondern seine Güte, seine Liebe, mit der er dich zur Umkehr leitet. Und das macht es dir leicht, deine perfekte Fassade auch mal fallen zu lassen, weil Gott dir sagt, du bist auch ohne deine Fassade, ohne deine Perfektion wertvoll, schön und geliebt in meinen Augen. Und es ändert nichts daran, dass du mein Kind bist, angenommen bist von mir zu 100%. Das war sicher die wichtigste Hilfe, die wir brauchen, um Buße zu tun. Aber es gibt noch eine zweite ganz, ganz wichtige Hilfe, mit der wir unsere Scheu vor dem Bußetun überwinden können. Und das sind Freunde. Freunde, mit denen wir über alles reden können. Hey, wie gut ist es, wenn du solche Freunde hast. Denn wenn Gott uns einen Impuls zur Veränderung schenkt, dann ist es meistens noch nicht so ganz klar und eindeutig für uns. Dann brauchen wir Zeit, um drüber nachzudenken. Das ist einfach so extrem hilfreich, wenn du auch mit Freunden darüber sprechen kannst. Denn unsere Freunde haben einen Vorteil. Sie haben meistens einen größeren emotionalen Abstand zu unseren Problemen als wir selber. Und deshalb können sie unsere Situation oft klarer und besser und nüchterner bewerten als wir selbst. Deshalb brauchen wir Menschen einander. Wir brauchen einander, um die Dinge klarer sehen zu können. Wir brauchen Freunde, die uns helfen und ermutigen, umzudenken, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, neue Wege einzuschlagen. Und wir brauchen Freunde, die uns begleiten auf unseren neuen Wegen, die für uns beten, die uns aufhelfen, wenn wir doch mal wieder in die alten, schlechten Gleise rutschen. Und deshalb ist es für unser Leben als Christ so unendlich wertvoll, Freunde zu haben, mit denen wir ganz offen über alle Themen und auch über die dunklen Seiten, die Schwächen unseres Lebens sprechen können, denen wir Einblick geben können in unser Innerstes und die uns begleiten und helfen auf unserem Weg. Ohne uns zu bevormunden, ohne uns zu kontrollieren, darum geht's nicht. Einfach helfen, begleiten, Mut machen, aufhelfen. Das tun Freunde für uns. Und hey, wie gut ist es, wenn du solche Freunde hast, mit denen du göttliche Impulse zur Veränderung besprechen kannst und dir helfen lassen kannst, die dann auch umzusetzen. Die Bibel nennt das Jüngerschaft. Und sie meint damit, dass wir mit der Hilfe anderer Christen unser Denken, unser Leben und unseren Charakter und damit auch unsere Lebensumstände und Beziehungen schrittweise verändern können. Das ist ein Prozess, der nie aufhört. Unser ganzes Leben lang müssen wir bereit bleiben, unser Denken und unser Handeln zu überprüfen und zu verändern, wo es nötig ist. Wir bleiben als Christen unser ganzes Leben lang Jünger Jesu. Jetzt haben wir viel gehört drüber, was Buße alles Gutes bewirkt, aber eins, das steht noch aus und das ist tatsächlich das Wichtigste. Lass mich dir am Ende dieses Vortrags bitte noch eine ganz zentrale und besonders wertvolle Auswirkung von Buße zeigen. Denn die Bibel sagt, Buße bringt Leidenschaft. Und ich will dir dieses Prinzip gerne anhand von einer biblischen Geschichte erklären. In Lukas 7 lesen wir, wie Jesus von einem Pharisäer namens Simon zum Essen eingeladen wurde. Und während sie da so sitzen und essen, kommt da plötzlich eine Frau herein und die Frau weint.
Und sie kniet sich vor Jesus hin und ihre Tränen tropfen auf die Füße von Jesus. Und dann nimmt sie ihre Haare und trocknet die Füße von Jesus wieder ab. Und dann küsst sie die Füße von Jesus. Und dann packt sie plötzlich ein kleines Fläschchen aus mit ganz kostbarem Salböl. Und sie nimmt das Salböl und salbt Jesus die Füße damit. Und Simon schaut sich das alles distanziert an und denkt so bei sich, okay, alles klar, so viel ist jetzt sicher, dieser Jesus kann kein Prophet sein. Denn wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer das ist. Denn wer das ist, das weiß ja jeder, das ist eine stadtbekannte Prostituierte. Und wenn Jesus das wüsste, dann hätte er sie schon längst hochkant zur Tür hinausgeworfen. Und als Simon noch so drüber nachdenkt, spricht Jesus ihn plötzlich an und sagt zu ihm, hey Simon, ich habe eine Frage an dich. Und Simon sagt, ja, okay, worum geht's? Und Jesus sagt, ein Mann hat zwei Leuten Geld geliehen, dem einen 500 Denare und dem anderen 50 Denare. Beide können das Geld nicht zurückzahlen. Und er erlässt beiden die Schuld. Simon, sag mir, wer von den beiden Schuldnern wird den Mann danach wohl am meisten lieben? Simon denkt kurz nach und sagt dann, naja, ist eigentlich logisch. Der, dem die meiste Schuld erlassen worden ist, der wird ihn auch am meisten lieben. Und Jesus nickt, schaut ihm in die Augen und sagt zu ihm, schau Simon, diese Frau hier hat mir so unendlich viel mehr Liebe gezeigt als du. Du hast mir kein Wasser gegeben, damit ich mir die Füße waschen kann, aber diese Frau hier, die hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Sie hat mit ihren Haaren meine Füße abgetrocknet. Und Simon, du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, als ich hier hereinkam. Aber diese Frau hier, die küsst mir schon die ganze Zeit die Füße. Du hast mir kein Öl gegeben, um mich frisch zu machen, aber diese Frau, die hat ihr kostbarstes Öl über meine Füße geschüttet. Was denkst du, warum hat sie das getan? Ich sag's dir, Simon, die Sünden dieser Frau, und es sind viele Sünden, die sind ihr vergeben worden. Und deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, der zeigt wenig Liebe. Und was Jesus hier sagt, ist, weil ihr viele Sünden vergeben worden sind, deshalb liebt sie Jesus so sehr. Wem viel vergeben worden ist, der hat viel Leidenschaft und viel Liebe. Und diese Wahrheit gilt heute immer noch. Jedes Mal, wenn wir erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben und wenn wir uns das eingestehen können und wenn wir dann erleben, dass unser Gott uns trotzdem liebt und unsere Schuld vergibt, jedes Mal, wenn das passiert, dann wird unsere Liebe und unsere Leidenschaft für Gott wieder ein wenig größer. Liebe und Leidenschaft für Jesus entsteht da, wo wir uns von ihm unsere Fehler und unsere Sünden zeigen lassen. Und wenn wir dann spüren, er liebt uns trotzdem, er vergibt uns trotzdem, er ist trotzdem uneingeschränkt für uns, dann wächst unsere Liebe für ihn. Dann wächst in unserem Herzen eine tiefe Leidenschaft für Jesus. Und dabei müssen wir noch eins verstehen. In Gottes Augen ist der Unterschied zwischen dem Pharisäer und der Sünderin nicht, dass die Frau viel gesündigt hat und der Pharisäer wenig gesündigt hat. Die Bibel lehrt ganz klar, nein, wir sind alle gleichermaßen Sünder, ob wir jetzt Diebe und Verbrecher sind oder ein gut bürgerliches Leben führen. Das macht da keinen Unterschied. In der Bibel ist es ja sogar so, dass Jesus oft gerade die Frommen, die Pharisäer, am meisten und am härtesten kritisiert hat. Nein, der Unterschied ist nicht die Zahl unserer Sünden. Der Unterschied ist die Frage, erkennen wir unsere Schuld? Können wir das zugeben, dass wir Fehler machen? Oder haben wir uns innerlich immun gemacht gegen diese Wahrheit, dass wir sündige, fehlerhafte Menschen sind? Wenn unser Glaube so wenig Leidenschaft hat, wenn unsere Liebe für Jesus nur eine Kopfsache ist, dann liegt es vielleicht auch daran, dass wir verlernt haben, über Sünde zu sprechen und über die Notwendigkeit, Buße zu tun und Vergebung zu empfangen.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist kein netter Opa, der im Himmel sitzt und immer lächelt, egal was wir hier auf der Erde so treiben. Nein, Gott ist ein heiliger Gott. Er kann und er will Sünde nicht ertragen. Unsere Lauheit, die unseren Glauben zur frommen Heuchelei werden lässt. Unsere Lügen, mit denen wir unser Vertrauen zu anderen Menschen zerstören. Unsere Kälte, unsere Unbarmherzigkeit und Gleichgültigkeit, unser Geiz, unser Neid und unsere Gier, mit dem wir unsere Beziehungen und unser Herz vergiften, unser Hochmut, mit dem wir andere Menschen verletzen, unsere Bitterkeit, mit der wir Versöhnung verhindern. Mit all dem haben wir Leid gebracht über uns und über unsere Mitmenschen. Und es hat Gott mit ansehen müssen. Und für ihn ist es nicht einfach Peanuts, wo er so sagt, ach komm, Wurst, Schwamm drüber. Nein, gerecht wäre es, dass er uns dafür bestraft. Aber weil Gott uns liebt, hat er einen hohen Preis bezahlt, damit uns vergeben werden kann. Einen sehr hohen Preis. Das war nicht billig für ihn. Er hat ihn buchstäblich das Leben gekostet. Dass dir und mir vergeben werden kann, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und deshalb lasst uns diese Sache mit der Sünde nicht so leicht nehmen, wie wir das leider heute oft machen. Jesus sagt zu uns das heute, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und deshalb ist meine Bitte an dich heute, lass es zu, dass Gott dir deine Fehler zeigt, damit dein Leben in Ordnung kommt, damit du heil werden kannst, damit Leidenschaft in deinem Leben wachsen kann. Buße ist eben nichts Bedrückendes oder Spaßfeindliches. Buße hat auch nur manchmal etwas mit bitterer Reue oder Tränen zu tun. Aber in jedem Fall ist Buße immer die Chance zum Leben, zur Heilung und zur Freiheit. Und die Frage an dich ist jetzt ganz einfach, wer willst du sein? Der skeptische, selbstgerechte Pharisäer, der da sitzt und sich zum Richter über andere macht? Oder willst du diese Frau sein, die um ihre Fehlerhaftigkeit weiß und die mit ihren Fehlern zu Jesus rennt und sich von ihm vergeben und sich von ihm segnen lässt? Und die erlebt, dass Jesus für sie ist, sich sogar für sie einsetzt und sich schützend vor sie stellt. Das wird deine Liebe und deine Leidenschaft zu Jesus wachsen lassen. Ich möchte heute am Ende noch gemeinsam mit uns beten, aber ich will dich heute einladen zu einem ganz besonderen Gebet, zu einem ganz besonderen Bibeltext. Ja, die Bibel ist ja von Menschen geschrieben worden, aber es gibt einen Abschnitt in der Bibel, das sagt die Bibel, den hat tatsächlich Gott selbst geschrieben. Vor etwa 3000 Jahren ist das passiert. Und Gott hat da selber aufgeschrieben, wie wir leben sollen. Er hat die wichtigsten Themen, die wir beachten sollen, in 10 Geboten zusammengefasst. Und es kann vielleicht ein wenig unangenehm sein, sein eigenes Leben im Licht dieser guten Gebote Gottes anzuschauen. Aber am Ende ist es immer heilsam. Am Ende führt es uns in die Freiheit. Und was ich jetzt tun möchte, ist, dass wir diese 10 Gebote gemeinsam anschauen und dass wir dabei unser Herz im Licht dieser Gebote Gott hinhalten. Ich hoffe, du bist dabei. Lass uns dafür jetzt zusammen beten, dass Gott uns dabei hilft, diese Gebote anzuschauen und uns im Licht dieser Gebote selbst zu sehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir dafür, dass du da bist, nicht als ein Zeigefingergott, nicht als ein kritisierender Gott, nicht als ein Gott, der uns runterputzt und uns klein macht, sondern voller Liebe und Güte, voller Annahme und Wertschätzung, voller Stolz auf deine Söhne und Töchter. Und gerade aufgrund von dieser Liebe willst du uns auch helfen, zu wachsen, zu reifen, umzudenken, die Dinge anders zu sehen, um dadurch heiler leben zu können, um dadurch auch unsere Beziehungen herstellen zu können. Dass wir gesund mit uns selbst, mit dir und mit anderen leben können, das möchtest du uns schenken. Und deshalb bete ich jetzt, dass du uns die Angst nimmst,
davor, dass du uns einen Spiegel vorhältst und dass du uns da manchmal auch Dinge zeigst, wo du sagst, da gehen wir jetzt ran, das verändern wir zusammen, damit es dir besser geht und damit es deinen Mitmenschen besser geht. Danke, dass du uns da dabei jetzt hilfst, wenn wir deine Gebote anschauen. Und das erste Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und Gott, ich frage mich, folge ich wirklich dir, dem Gott der Bibel, diesem einen wahren Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat? Oder habe ich mir vielleicht doch ein ganz eigenes Bild zurechtgebastelt von einem netten Gott, so wie er mir behagt? Bist wirklich du es, der mein Leben bestimmt? Oder gibt es da noch andere Menschen oder Dinge, von denen ich abhängig bin und die mehr als du mein Verhalten bestimmen? Vater, hilf mir, dass du wirklich mein einziger Gott bist. Ich will nichts zu tun haben mit irgendwelchen anderen Kräften und Mächten, weder in der Natur noch in den Sternen. Ich brauche keine magischen Steine, kein Horoskop und keine Astrologie und was es da sonst noch alles gibt. Jesus, in dir allein soll meine Hoffnung sein. Nur auf dich allein will ich vertrauen. Und das zweite Gebot sagt, du sollst dir kein Götzenbild anfertigen. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und Vater, ich frage mich, wovor werfe ich mich innerlich nieder? Vor schönen Autos, vielleicht vor schönen Kleidern, vor großen Idolen. Hilf mir, dass ich all das nicht verehre, sondern dass ich dich verehre. Hilf mir, dass all das nicht mein Leben und meine Prioritäten bestimmen darf. Und bewahr mich vor Aberglauben. Kein Talisman, kein vierblättriges Kleeblatt und kein Schornsteinfeger kann mir Glück bringen, sondern du allein. Im dritten Gebot heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Herr, wie leichtfertig gehe ich oft mit deinem Namen um. Ich sage Gott sei Dank, wenn ich erleichtert bin und denke trotzdem überhaupt nicht an dich. Aber vor allem, ich habe so wenig Ehrfurcht und Respekt vor dir. So oft bete ich das Vaterunser herunter und nehme gar nicht mehr wirklich wahr, was ich da sage. Vater, bitte hilf mir, dass ich nicht leichtfertig mit dir und mit deinem Namen umgehe, denn du bist ein großer und heiliger und mächtiger Gott. Mit dir kann man nicht spielen, du lässt dich nicht spotten. Hilf mir, das nie zu vergessen. Und das vierte Gebot sagt, denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Herr, wenn sogar du ausruhen musstest am Ende der Schöpfung, wie viel mehr muss ich das tun? Bewahr mich doch bitte vor endloser Rastlosigkeit, die mich in den Burnout treibt. Hilf mir wenigstens an diesem einen Tag in der Woche zur Ruhe zu kommen und mir wirklich Zeit zu nehmen für dich, für den Gottesdienst, für dein Wort und für die lieben Menschen um mich herum. Ich brauche diese Ruhezeiten. Hilf mir, sie mir wirklich zu nehmen. Und das 5. Gebot heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir geben wird. Herr, ja, du kennst meine Eltern. Du weißt, dass sie nicht perfekt sind. Hilf mir, mich mit ihnen zu versöhnen. Hilf mir, innerlich ganz versöhnt mit ihnen zu leben. Denn sie sind ja doch ein Teil meiner Geschichte und meiner Identität. Bitte hilf mir, ihnen zu vergeben. Bitte heile du den Schmerz, den sie mir zugefügt haben. Füll du den Mangel aus, den sie hinterlassen haben. Hilf mir zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und bitte hilf mir, sie wirklich zu achten,
das Gute zu sehen, was sie mir auch getan haben, sie zu ehren, damit ich selbst aufblühen und leben kann. Das sechste Gebot heißt, du sollst nicht töten. Vater, es ist so gut zu wissen, dass du der Gott des Lebens bist. Bitte befreie mich von jedem Geist des Todes. Vergib mir, wo ich mit Worten getötet habe, wo ich andere gemobbt habe durch abfällige Bemerkungen, durch Spott, durch Hohn. Und ich bekenne dir, dass ich anderen durch mein Verhalten Schmerzen und Verletzungen zugefügt habe und dass ich das immer noch tue. Vergib mir, Vater, hilf mir, damit aufzuhören. Und Vater, du siehst all die ungeborenen Kinder, die jeden Tag in unserem Land getötet werden. Vater, vergib uns und lass die Achtung vor dem Leben, auch vor dem ungeborenen, behinderten und vor dem sterbenden Leben wieder wachsen in unserem Land. Und das siebte Gebot heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Vater, du weißt, wo ich in meinem Ehepartner nicht treu war. In Worten, in Taten, in Gedanken. Und ich bringe dir mein Versagen. Bitte hilf mir, niemand anderes zu begehren, als den Partner, den du mir an die Seite gestellt hast oder noch zur Seite stellen wirst. Hilf mir, mich von Pornografie fernzuhalten. Hilf mir, meinem Partner in jeder Weise Liebe zu zeigen und alles zu tun, was ihn oder sie aufblühen lässt, statt mir anderswo Befriedigung zu suchen. Ich danke dir so sehr, dass du mir diesen Menschen geschenkt hast. Das achte Gebot heißt, du sollst nicht stehlen. Herr, wie groß ist die Versuchung, mich auf Kosten anderer zu bereichern, nicht alle Steuern zu zahlen, schwarz zu fahren, Schwarzarbeit zu nutzen oder heimlich etwas mitgehen zu lassen, was gar nicht mir gehört. Herr, ich bring dir meine Schuld. Hilf mir, so etwas nicht mehr zu tun. Hilf mir, zurückzugeben, was mir nicht gehört. Und bitte hilf mir, in allem ehrlich und großzügig zu sein. Das neunte Gebot heißt, du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Ja, wie schnell bin ich dabei, über andere zu urteilen, ohne sie wirklich zu kennen? Wie schnell bin ich dabei, abfällig zu reden und meine Vorurteile zu verbreiten? Vater, vergib mir. Und hilf mir, ab jetzt keine Halbwahrheiten mehr zu verbreiten. Weder über meine Mitmenschen noch über Politiker oder meine Chefs und andere Menschen. Ich lebe ja von deiner Gnade. Hilf mir, gnädig mit anderen umzugehen und Gutes und Wahres über sie zu reden. Das zehnte Gebot heißt, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Und Herr, wie oft bin ich neidisch auf andere, auf ihren Besitz, auf ihr Können, auf ihren Erfolg. Aber mein Neid macht mich nicht reich, sondern immer nur noch ärmer. Bitte erlöse mich davon. Bitte hilf mir, nicht auf andere zu schauen. Hilf mir stattdessen, auf dich zu schauen. Denn von dir kommt meine Hilfe, von dir kommt meine Ehre und meine Würde. Du bist es, der mich segnet und mir alles gibt, was ich brauche und der mich reich macht. Bitte hilf mir ab jetzt, dir zu vertrauen, statt neidisch zu sein. Und Vater, ich danke dir für deine guten Gebote. Ich habe Ehrfurcht vor deinem Wort. Du hast gesagt, wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug. Und ich will lernen, zu tun, was du mir sagst. Aber ohne dich schaffe ich das nicht. Bitte schenk du mir immer mehr das Wollen und auch das Vollbringen. Amen. Ich hoffe, dass heute eines deutlich geworden ist. Buße ist etwas Gutes. Buße ist ein Geschenk. Und ich würde mir so wünschen, dass wir Christen dieses Geschenk ganz neu entdecken und dass wir Gott darum bitten, uns mit dieser Umkehr, dieser Buße zu beschenken. Und das Lied, das wir jetzt gleich noch hören werden, ist ein Gebet, in dem es genau darum geht. Schenk uns Buße. Wie immer lade ich dich ein, dieses Lied am Ende noch auf dich wirken zu lassen. Und natürlich
würde ich mich dann aber auch wieder sehr freuen, wenn du beim nächsten Vortrag dabei bist. Da wird es um das innerste Zentrum des Christentums gehen, ums Kreuz. Bis dahin. Herr, wir kommen jetzt zu dir, weil du uns gerufen hast, durch den Geist, der in uns wohnt und der uns erneuert hat. Deine Liebe ist so groß, deine Gnade täglich neu. Jesus, du hast uns gesagt,